Und ich sprach, hört doch, ihr Häupter von Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, ist es nicht eure Sache, das Recht zu kennen? Und doch hasst ihr das Gute und liebt das Böse. Ihr zieht ihnen die Haut ab und das Fleisch von den Knochen. Und wenn sie dann das Fleisch meines Volkes gefressen und ihnen die Haut abgezogen, ihnen die Knochen zerbrochen und sie in Stücke zerschnitten haben, wie man sie in einen Topf tut und wie Fleisch, das man in den Kessel legt, dann schreien sie zum Herrn. Aber er antwortet ihnen nicht, sondern verbirgt sein Angesicht vor ihnen zu jener Zeit, weil sie Böses getan haben. So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen, die Friede rufen, wenn ihre Zähne etwas zu beißen haben, aber dem einen heiligen Krieg erklären, der ihnen nichts ins Maul gibt. Darum wird Nacht über euch kommen, ohne Gesichte, und Finsternis, das ihr nicht wahrsagen könnt. Und die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen dunkel werden. Und die Seher sollen zu Schanden werden und die Wahrsager schamrot dastehen. Sie werden alle ihren Bart verhüllen, weil es keine Antwort von Gott mehr gibt. Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des Herrn, mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung zu verkünden und Israel seine Sünde. Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, die ihr das Recht verabscheut und jede gerechte Sache verkehrt, die ihr Zion mit Blutschuld baut und Jerusalem mit Frevel. Seine Häupter sprechen Recht um Geschenke und seine Priester lehren um Lohn und seine Propheten wahrsagen um Geld. Und dabei stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr in unserer Mitte? Es kann uns kein Unheil begegnen. Darum soll um euretwillen Zion wie ein Feld gepflügt werden und Jerusalem soll zu einem Steinhaufen werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Deine Hand wird siegen über deine Widersacher, und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden. An jenem Tag soll es geschehen, spricht der Herr, dass ich deine Rosse aus deiner Mitte ausrotten und deine Wagen abschaffen werde. Und ich will die Städte deines Landes ausrotten und alle deine Festungen niederreißen. Ich will auch die Zaubermittel aus deiner Hand ausrotten, und du sollst keine Zeichendeuter mehr haben. Auch deine Bilder und deine Bildsäulen will ich aus deiner Mitte vertilgen, dass du das Werk deiner Hände nicht mehr anbeten sollst. Dazu will ich die Aschera-Standbilder in deiner Mitte vertilgen und deine Städte verwüsten. Und ich werde mit Zorn und Grimm Rache üben an den Heidenvölkern, die nicht hören wollten. Kapitel 6. Hört doch, was der Herr spricht. Mache dich auf, führe den Rechtsstreit angesichts der Berge und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört doch, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, und achtet darauf, ihr unwandelbaren Grundfesten der Erde. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk, und mit Israel will er sich auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir angetan, und womit habe ich dich beleidigt? Lege Zeugnis ab gegen mich. Habe ich dich doch aus dem Land Ägypten heraufgeführt und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst und Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt? Mein Volk, bedenke doch, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was Bileam, der Sohn Beors, ihm antwortete und was geschah von Sittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Die Stimme des Herrn ruft der Stadt zu, und Weisheit ist es, auf deinen Namen zu achten. Hört auf die Zuchtrute und auf den, der sie bestellt hat. Ist immer noch unrechtes Gut im Haus des Gottlosen und das verfluchte, schwindsüchtige Eva? Kann ich rein sein bei unrechter Waage und wenn falsche Gewichtsteine im Beutel sind? Weil denn ihre Reichen so gewalttätig sind und ihre Einwohner Lügen reden und falsche Zungen in ihrem Mund haben, so will auch ich dich krank schlagen, dich verwüsten um deiner Sünden willen. Du wirst essen und doch nicht satt werden
sondern dein Hunger bleibt in deinem Innern. Schaffst du etwas beiseite, so kannst du es doch nicht retten, und was du rettest, will ich dem Schwert preisgeben. Du wirst Oliven pressen, aber dich nicht mit Öl salben, Most keltern, aber keinen Wein trinken. Denn man befolgt eifrig die Satzungen Omris und handelt genauso wie das Haus Ahabs und wandelt nach ihrem Rat. Deshalb werde ich dich zum Entsetzen machen und deine Bewohner zum Gespött, und ihr sollt die Schmach meines Volkes tragen. Kapitel 7. Wehe mir, denn es geht mir wie denen, die Obst einsammeln, die bei der Weinernte Nachlese halten. Keine Traube mehr gibt es zu essen, keine Frühfeige, nach der doch meine Seele verlangt. Der Getreue ist aus dem Land verschwunden, und es ist kein Redlicher mehr unter den Menschen. Sie lauern alle auf Blut, jeder jagt seinen Bruder mit Netzen. Zum Bösen brauchen sie beide Hände, um es ja recht gut zu machen. Der Fürst fordert, und dem Richter ist es um den Lohn zu tun. Der Große sagt, wie er es haben will, und danach drehen sie's. Der Beste von ihnen ist wie ein Dornstrauch, der Redlichste schlimmer als eine Dornheck. Doch der Tag, den deine Wächter schauten, deine Heimsuchung, ist gekommen. Da werden sie nicht aus- noch einwissen. Verlasst euch nicht auf den Nächsten, vertraut dem Verwandten nicht. Bewahre die Pforte deines Mundes vor der, die in deinen Armen liegt. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter erhebt sich gegen die Mutter, die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Die Feinde des Menschen sind seine eigenen Hausgenossen. Ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Den Zorn des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meine Sache hinausführt und mir Recht verschafft. Er wird mich herausführen ans Licht. Ich werde mit Lust seine Gerechtigkeit schauen. Wenn meine Feindin das sieht, wird Schamröte sie bedecken, sie, die zu mir sagt, wo ist der Herr, dein Gott? Meine Augen werden es mit ansehen, nun wird sie zertreten werden wie Kot auf den Gassen. An dem Tag, da man deine Mauern baut, an dem Tag wird deine Grenze weit werden. An jenem Tag wird man zu dir kommen von Assyrien und von den Städten Ägyptens und von Ägypten bis zum Euphratstrom, von Meer zu Meer und von Berg zu Berg. Aber das Land wird zur Wüste werden, um ihrer Bewohner willen, um der Frucht ihrer Taten willen. Weide dein Volk mit deinem Stab. Die Schafe deines Erbteils, die abgesondert wohnen im Wald mitten auf dem Karmel. Lass sie in Baschan und Gilead weiden wie in uralter Zeit. Ich will sie Wunder sehen lassen, wie zu der Zeit, als du aus dem Land Ägypten zogst. Die Heidenvölker werden es sehen und zu Schanden werden, trotz aller ihrer Macht. Sie werden ihre Hand auf den Mund legen und ihre Ohren werden taub sein. Sie werden Staub lecken wie die Schlange, wie die Kriechtiere der Erde. Sie werden zitternd aus ihren Festungen hervorkriechen. Angstvoll werden sie zu dem Herrn, unserem Gott, nahen und sich fürchten vor dir. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Ich schwöre beim Auferstehungstag und ich schwöre bei der sich selbst verklagenden Seele. Glaubt der Mensch, dass wir nicht versammeln können seine Gebeine? Fürwahr, imstande sind wir,
seine Fingerspitzen zusammenzufügen. Doch der Mensch wünscht wieder das, was vor ihm liegt, zu sündigen. Er fragt, wann ist der Auferstehungstag? Doch wenn der Blick geblendet wird und der Mond sich verfinstert und Sonne und Mond sich vereinigen, dann wird der Mensch an jenem Tage sprechen, wo ist die Zuflucht? Keineswegs, es gibt kein Asyl. Zu deinem Herrn ist an jenem Tag die Zuflucht. Verkündet wird an jenem Tage dem Menschen, was er getan und versäumt. Ja, der Mensch ist wieder sich selber ein Beweis, auch wenn er seine Entschuldigungen vorhielte. Rühre nicht deine Zunge, es zu beschleunigen. Siehe, uns liegt seine Sammlung und Verlesung ab. Drum, wenn wir ihn verlesen, so folge seiner Verlesung. Alsdann liegt uns seine Erklärung ab. Keineswegs. Doch ihr liebt das Vergängliche und lasset das Jenseits dahinten. Die einen Gesichter werden an jenem Tage leuchten und zu ihrem Herrn schauen. Und die anderen Gesichter werden an jenem Tage finster blicken, glaubend, dass ihnen ein Unglück geschehe. Fürwahr, wenn sie bis zum Schlüsselbein aufsteigt und wenn gesprochen wird, wer ist ein Zauberer? Und er wähnt, dass es die Trennung ist. Und wenn sich Schenkel mit Schenkel verschlingt, zu deinem Herrn soll an jenem Tage das Treiben sein. Denn er glaubte nicht und betete nicht, sondern zieh der Lüge und kehrte sich ab. Alsdann ging er fort zu seiner Familie, stolzen Ganges. Wehe dir und wehe. Alsdann wehe dir und wehe. Wähnt der Mensch etwa, unbeachtet gelassen zu werden? War er denn nicht ein Tropfen fließenden Samens? Alsdann war er ein Blutklumpen. Und so schuf er ihn und bildete ihn und machte von ihm das Paar, den Mann und die Frau. Hat er nicht Macht, die Toten lebendig zu machen?